Heute lernen wir bei den 28 Basics in 28 Tagen kurz erklärt, wie man das komplette Kartendeck falsch mischt. Endlich mal was Spannendes. Das ist jetzt das Spannendste, was wir überhaupt hatten, finde ich jetzt. Hallo liebe Zuschauer und hallo liebe andere Zuschauer. Heute werden wir uns mit dem ganzen Deck quasi falsch mischen beschäftigen. Dafür suchen wir uns einmal, was wir bei Tag 5 gelernt haben. Die vier Asse raus, ja? Somit mit der Technik holen wir die vier Asse einmal raus. Und hier auch, ja? Wir packen jetzt beispielsweise die zwei schwarzen Asse nach unten und die zwei roten Asse nach oben. Oben, damit wir das kontrollieren können. Okay, das Ganze sieht etwa so aus. Zack. Das heißt, die zwei Asse sind nach unten und die zwei Asse sind nach oben. Okay? Wie ihr das Ganze jetzt nachmachen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, wir suchen dann die Asse raus. Zwei unten, zwei oben, wie ihr es gerne hättet. Und jetzt fangen wir wie folgt an. Man nimmt ungefähr ein Drittel des Kartendecks und zieht so ab. Okay? Das ist der erste Schritt. Dann machen wir vier Karten drauf. Eins, zwei, drei, vier. Okay? Dann kommt ein In-Job-Mischen. Was heißt das? Wir haben hier eine Karte und die schieben wir 1-2 cm ein bisschen weiter. Ja? Wenn wir jetzt alles oben drauf schmeißen, was der nächste Schritt ist, haben wir hier eine Karte, die raussteht. Das ist ganz wichtig. Und das ist die fünfte Karte, die wir drauf gemischt haben. Jetzt geht's weiter. Und zwar unser Daumen geht hier so dran, so rein, ja, und hat hier quasi einen Daumenspalt von hier. Und dann nehmen wir hier diesen ganzen Rest, mischen diesmal fünf Karten drauf, 1, 2, 3, 4, 5, legen alles oben drauf, die zwei Asse sind unten und die zwei Asse sind oben, ja. Wir machen das Ganze nochmal, weil es so schnell ging. Einmal ein Drittel abnehmen. 1, 2, 3, 4. In-Jog. Alles oben drauf werfen. Jetzt hier mit dem Daumen einen Spalt aufnehmen. Hier das restliche wieder abwerfen. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und den Rest oben drauf. Sodass die Asse unten sind. Und hier diese Asse oben. Und da wird das ganze Spiel nicht verändert, ja? Wenn euch das gefallen hat, dann wartet auf jeden Fall bis morgen und da lernen wir, wie wir den ganzen oberen Spielteil kontrolliert mischen und den ganzen unteren Spielteil kontrolliert mischen, ja? Also, ciao!